denn? Kommt nett schön hier. Zeitung. Und den Brings. Post. Und die Post, danke schön. Schönen Tag noch, tschüss. Oh, danke, tschüss. Wiedersehen. Alfred, lass wenigstens das Fernsehprogramm übrig. Alfred hat mal wieder als Erster gelesen. Das Horoskop hat er uns aber übrig gelassen. Eine Woche voller Überraschungen steht bevor. Aufregende Begegnungen mit ungewöhnlichen Menschen. Na, so ein Blödsinn. Ey, guck mal, hier ist ein Brief aus Sao Paulo. Wo ist denn das? Mensch, in Brasilien, du Dumm. Ludwig Voss. Onkel Ludwig? Seit wann haben wir denn einen Onkel Ludwig? Das ist der Bruder von Henry. Der ist mit 17 von zu Hause abgehauen, durch die halbe Welt getrennt, bis nach Brasilien. Ey, cool. Ein echter Abenteurer in unserer Familie. Oh, Mama, erzähl mal. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich kenne ihn ja nur aus Briefen. Und der letzte, der kam so vor 10 Jahren. Also ein Herz und eine Seele waren sie nicht, Henry und Ludwig. Im Gegensatz zu uns. Nicht, Mama. Da steht drauf Familie Henry Voss. Ja, Henry ist zur Kur und seine Familie sind wir. Mein lieber Henry, über ein Jahrzehnt haben wir nichts voneinander, seht ihr, gehört. Da ich geschäftlich in unserer alten Heimatstadt zu tun habe, schlage ich ein Familientreffen vor. Edzard und Victoria sind sicher noch glücklich verheiratet und haben dir inzwischen ein Dutzend Enkel geschenkt. Denkt ihr, ihr seid Kanicke oder sowas? Wenn nichts dazwischen kommt, treffe ich am Donnerstag, dem 13. im Hotel Paloma ein. Herzliche Grüße, euer Ludwig. Der 13.? Das ist ja schon morgen. Und Henry ist noch gar nicht da. Und Papa ist nicht mehr da. Schönes Familientreffen. Natürlich gehört Papa auch zur Familie. Nee, von dem sind wir schon längst geschieden. Hast du immer noch nicht gecheckt? Ich würde schön finden, wenn er wieder bei uns einziehen würde. Oh, wenn der bloß nicht Zahnarzt wäre. Nach jedem Essen Zähne putzen, morgens und abends Gebisskontrolle. Nee, danke, du. Also, ich habe gute Zähne. Und wozu brauchst du denn Papa? Na, dann wären wir wieder eine richtige Familie. Ja, Henry, du hast richtig verstanden, ein Familientreffen. Kannst du denn nicht vielleicht ein bisschen eher von der Kur zurückkommen? Henry, ich weiß doch nicht mal, wie Onkel Ludwig überhaupt aussieht. Foto? Warte mal. Wo? Das Kinderbild? Na, hoffentlich hat er die kurzen Hosen noch an, wenn er kommt. Henry, ein bisschen eher von der Kur. Oder hast du dir einen Kurschatten angelacht? Henry, entschuldige bitte, ich muss losfahren, es hat geklingelt. Nee, ich bin's, Papa. Edzard! Ich habe gehört, hier findet ein Familientreffen statt. Caro! Na, Onkel Ludwig ist ja schließlich auch mein Onkel. Wohl recht hat, hat er recht. Außerdem wäre ich sowieso vorbeigekommen. Die Kinder sind mal wieder fällig. Scheiße. Na. Da kann man nur sagen, alles in Ordnung. Ehrlich? Hm? So, Caro, jetzt bist du dran. Ach nö. Bitte. Muss das sein? Gönn Papa die Freude. So, Kopf zurück. Und Hoffnung ganz weit auf. Oh! Aha, was haben wir denn da? Kariöse Infiltration unten rechts. Was? Was hat sie? Ein Loch. Och. Da müssen wir unbedingt was aber tun. Aber nicht heute, Papa. Doch, Papa, hol den Bohrer raus. Nein, Papa, ich verspreche dir, ich gehe nächste Woche zum Zahnarzt. Wirklich. Ehrenbrot. So, Vicky, dann bist du jetzt dran. Aber Edward, nicht bei mir. Wenn du unbedingt bohren willst, dann nimm ihn. Wir sind nicht mehr verheiratet. Musst du das immer so betonen? Findest du nicht schön, dass Papa hier ist? Natürlich finde ich das schön. Wirklich? Ja, du bist doch der Einzige von uns, der weiß, wie Onkel Ludwig überhaupt aussieht. Ich? Wie kommt ihr denn auf die Idee? Ich habe Onkel Ludwig noch nie gesehen. Sie wünschen bitte? Mein Problem ist folgendes.
Oh, Entschuldigung. In dieser ganzen verdammten Stadt gibt's kein Zimmer. Und da habe ich zu mir gesagt, Ludwig, bleibe ganz ruhig. Bevor du dein müdes Haupt auf eine Parkbank bettest, versuchst du's hier noch mal. Junger Mann, enttäuschen Sie mich nicht. Da müsste ich nachschauen. Tun Sie das! Ja, Sie entschuldigen bitte. Oh. Ja. Ja, da wäre noch ein Einzelzimmer mit Bad. Ich hab's gewusst. Und was kostet das Zimmer? 260 Mark mit Frühstück. Und ohne Frühstück? 245 Mark. Und ohne was? Wir haben keine Zimmer ohne Bad. 245 Mark für ein Zimmer. Ich will's doch nicht kaufen. Ich will drin schlafen, wohnen. Haben Sie nicht was Billigeres? Bedauere. Wir sind das erste Haus am Platze. Billig. Gibt es bei uns nicht. Billig gibt es hier nicht. Könnte ich mich vielleicht... Ich kann. Guten Tag. Guten Tag. Wir erwarten Besuch aus Brasilien. Unseren Onkel Ludwig. Wir wissen aber nicht, wie er aussieht, und da wollten wir fragen, ob er schon da ist. Tut mir leid. Aber der einzige Gast, der heute angekommen ist, sitzt da drüben. Das ist er doch. Das soll Onkel Ludwig sein? Der sieht Old Henry aber gar nicht ähnlich. Du siehst doch Caro auch nicht ähnlich. Stimmt. Lass mich mal machen, für sowas habe ich einen siebten Sinn. Ludwig? Ja, bitte? Was siehst du? Herzlich willkommen, Onkel Ludwig. Und entschuldige bitte, dass wir allein kommen, aber Henry ist noch zur Kur. Henry? Dein Bruder, der gönnt sich ja sonst nichts. Ach ja. Aber du willst doch wohl nicht im Ernst im Hotel wohnen. Du kommst natürlich mit zu uns, da ist es doch viel schöner. Wenn Sie meinen? Ach, Sie. Ich bin die Vicky, Victoria. Zu mir brauchst du auch nicht Sie sagen, ich bin doch Millie. Ihr müsst schon entschuldigen, ich bin noch ein bisschen durcheinander. Ich habe doch die ganze Zeit da ein Ding in Brasilien. Ja, in Brasilien gelebt, ja. Oh nein, nein, Senora. Bitte. Gell? Junger Mann, als ich damals Hotelmanager in Rio de Janeiro war, hätte ich sowas wie Sie sofort... Adios, Gringo. Das ist Caroline, unsere Große. Enchanté, Señorita. Oh, danke schön, mein Herr. Und was krieg ich? Naja, dir liegt doch mehr an so etwas. Geil! Oh, den Trick könntest du mir auch beibringen. Na und? Wer bist du denn? Hm? Das ist Alfred. Ah. Habe die Ehre, Don Alfredo. Und das ist Edzard, dein Neffe. Oh, mein Junge. Hallo. Na, mein Junge, was machst du denn so beruflich? Ich bin Zahnarzt, stell dir vor. Oh, Mama mia. Aber optisch macht er einen guten Eindruck. Scheint ein netter Kerl zu sein. Ihr zeigt Onkel Ludwig jetzt ein bisschen die Gegend und ich mach Essen. Du? Du, Mama, meinst du das ernst oder willst du uns nur erschrecken? Pass bloß auf, du freche Rübe. Oh, lass mich den Koffer nehmen. Oh, ja? Senora, nicht! Ich kann den Koffer nehmen. Sehr wohl, meine Königin. Viel Glück beim Kochen, Mama. Hallo, McPitts. Ja, hier ist nochmal Frost am Elbufer 5. Ich habe doch vorhin bei Ihnen 5-mal brasilianisch bestellt. Ich habe das vegetarische Gericht vergessen. Haben Sie von sich aus dran gedacht, das ist ja prima. Und Sie kommen gleich. Ja, schön, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.